Hallo, liebes Stierkind, herzlich willkommen bei Glücksfreak. Der September verspricht, interessant zu werden. Lass uns schauen. Wir haben den Vollmond in den Fischen zeitgleich mit dem ersten Portaltag von 4 in diesem Monat. Wir haben ganz frisch jetzt Merkur und Uranus rückläufig. Alles dazu im Vollmond-Reading für das Kollektiv ab 31. August. Ich freue mich, dich auch da wieder willkommen heißen zu dürfen. Stierkinder, ihr hattet dadurch, dass wir jetzt Merkur rückläufig haben, ich habe ein Video gedreht, da ging es bei den Erdzeichen darum, sich jetzt bis Mitte September sich nicht in Kleinigkeiten zu verlieren. Okay, das war ganz, ganz wichtig. Bei euch wird jetzt gerade generell ein neuer Raum geschaffen und es geht darum, mehr den höheren Prinzipien zu vertrauen, statt dem Altbewährten. Ja, ihr seid Fixzeichen, das ist mir bewusst, das fällt einem ein bisschen schwerer, komplett schnell flexibel zu sein und umzudenken. Aber das ist der Vibe jetzt, ja? Dieser neue Raum, der geschaffen werden will. Lass uns gucken. Spirit, liebe geistige Welt, seid so gut für die Stierkinder September, mit denen ich hier arbeiten darf. Ach, das ist ja spannend. Das hatten die. Das hatten die Jungfraukinder auch. Okay. Ich denke, das ist generell so ein Thema vom. Für das Kollektiv an sich, ja, es geht um das Thema Angst, dieses Begrenzende, dieses Kontrollierende. Ich meine, wir alle kontrollieren ja nur bestimmte Situationen, weil wir Angst haben. Wären wir im Vertrauen, in diesem Gottesvertrauen, dann würden wir Situationen einfach auf uns zukommen lassen. Wisst ihr, wie ich meine? Lass uns mal ein bisschen hier genauer uns das anschauen. Ja, weil das ist bei jedem was anderes. Also, hier steht, ich erkenne, dass ich meine Entschlossenheit überprüfe, in der Energie des Vertrauens, der Liebe zu leben. Lass mich fühlen, speziell für die Stierkinder. Einige lassen echt ein bisschen die Kontrolle los und das ist schön. Man erwartet nicht, dass jemand oder etwas jetzt kommt, sondern weiß, wenn etwas oder jemand noch nicht zu mir kommt, ob das ein Job ist, ein Gespräch, zwischenmenschlich ist, dann ist das auch in Ordnung so. Das hat ein bisschen bei euch diesen Vibe von Akzeptanz, dass im September einige das dürfen oder einige in diese Richtung schon gehen. Ich gucke bei Liebe, ja, worum es da geht, aber jetzt erstmal ein bisschen genauer Spirit für die Gruppe. Frieden, die 5, der Game Changer. Frei sein von Anhaftungen. Einige verstehen immer mehr, dass sie immer weniger Bestätigung von außen suchen. Und brauchen vor allem, dass sie keine Angst haben, ganz ehrlich und authentisch zu kommunizieren auch. Sein wahres Ich zu zeigen, höre ich gerade. Oh, spannend, okay. Hier kann sich einiges öffnen, wow. Ja, frei sein von Anhaftungen. Und Anhaftungen ist ein bisschen dieses Kontrollthema, ja? Also, immer authentischer werden, höre ich. Immer authentischer werden, authentischer werden. Wow, schön, gut, sehr gut. Das neue Leben. Schau mal bitte, ob du deinen Aszendenten in der Jungfrau hast oder vielleicht sogar deinen Mond. Weil das hatte die Jungfrau auch, das neue Leben. Sehr spannend und die Karten werden immer danach ganz sauber gemacht, also ganz klar gereinigt. Und bei der Jungfrau war sie aber ein bisschen schief. Ja? Und das ist die Karte im Grunde genommen, der,
die Geburt von neuen Ideen. Ja, das ist die Karte der persönlichen Entwicklung. Hier wacht jemand auf, hier steht jemand auf und entwickelt sich auch weiter. Das ist so die Erfahrung des Neuen. Das ist so diese Erkenntnis, und du wirst das wahrscheinlich Ende September erst richtig verstehen, weil das natürlich eine Vorschau ist, aber diese Erkenntnis von, ey, das Leben liebt mich. Wow, wenn ich ein bisschen loslasse, wenn ich ein bisschen weniger versuche, Ergebnisse oder Menschen zu kontrollieren, und das ist absolut nicht wertend, ja, weil das alles noch in unserem System als Mensch drin ist. Aber hier spreche ich mit einer Gruppe, die darf sich da und möchte sich auch gerne ein bisschen lösen und erwacht so ein bisschen auch aus diesem Dornröschenschlaf schön und lässt so ein bisschen los. Kleine, tolle Gruppe, 555 gerade gesehen. Ja, glücklich. Für mich ist es manchmal auch die Karte, sich selber nicht so ernst nehmen, ja? Und es ist auch die Karte, die einen daran erinnert, dass Glück nicht im Außen zu suchen ist, was total schön zu diesem neuen Leben passt. Hier befreit sich jemand, hier fühlt sich immer jemand immer mehr frei von irgendwelchen Anhaftungen, von irgendwelchen Verordnungen oder Erwartungen auch von anderen. Mega schön. Stierkind. Fühlt sich sehr befreiend an. Lass uns weiter gucken. Spirit, machen wir jetzt mal das Thema Liebe, Liebesengel, seid so gut für die Stierkinder hier. Natürlich nicht für alle. Pick dir immer das raus, was dich inspiriert. Dann bist du auf dem besten Wege, mit deiner Intuition zu arbeiten. Hochzeit, für einige umgekehrt. Diese Situation hat mit Hochzeit zu tun. Es kann möglich sein, das sind aber nur zwei, drei, wo das Thema Hochzeit gecancelt wird. Für einige hat es generell, lass mich mal spüren, es werden immer nur ein paar kleine, eine kleine Gruppe sein. Einige dürfen ihrer inneren Führung definitiv jetzt folgen und entsprechend Schritte unternehmen. Für einige ganz klar hat es mit Hochzeit zu tun. Ich habe das Gefühl, ich rede nur mit einer Person hier. Spirit. Bei ein, zwei kann es sich um Scheidung handeln. Was ich so stark spüre, ist, dass die umgekehrt kam und als würde eine Hochzeit jetzt erstmal nicht stattfinden. Bei einigen selbstverständlich, weil ich sie eigentlich immer aufrecht lese, geht es darum, dass man sich mit diesem Thema echt auseinandersetzt. Und ein, zwei Leute, hier geht es darum, dass du sehr gerne, vielleicht möchte das dein Partner, vielleicht ist ihm das wichtig und dass diese Liebe, weil du weißt, dass es deine große Liebe ist, dass es wert ist, deiner inneren Führung zu folgen und entsprechend die Schritte unternimmst und ja sagst. Ja, Spirit, irgendwie fürs Kollektiv auch. Bringe deine Liebe zum Ausdruck. Sei mutig. Okay, das waren zwei, drei Leute, wo es wichtig war. Okay, hier mehr fürs Kollektiv. Es geht aber immer darum, mutig zu sein und einen Schritt zuzugehen zu jemandem, ihr Lieben. Also da kommen wir nicht drum rum, zumindest nicht mit der Gruppe, mit der ich heute arbeiten darf. Sei mutig und geh einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu. Ey, ein neues Leben erwartet dich.
Du erinnerst dich wirklich immer mehr, dass das Glück nicht im Außen zu suchen ist. Das ist so schön. Und diese Geburt der neuen Ideen, ja, und diese persönliche Entwicklung, die sich hier zeigt, diese Erfahrung, Ja zu sagen und nicht zu kontrollieren, diese Energie ist da, Stierkind. Deine Entscheidung natürlich, na ne? Klar. Aber der Shift ist da mit der 5 als erste Hauptkarte. Frieden, ja. Hab keine Angst, sei mutig. Sei wirklich, ein Neubeginn steht an. Ich denke, einige von euch spüren auch, dass sich irgendetwas verändert. Ihr könnt es noch nicht so greifen in euch. Und was ich hier sehe, ist, dass es dieser Loslassprozess ist, es jedem recht machen zu müssen. Sich keine Bestätigung vom Außen mehr zu suchen, dadurch kommt dieser innere Frieden hier. Und ein bisschen mutiger sein, einen Schritt auf deinen Wunschpartner zuzugehen. Wenn du jemanden jetzt hast oder kennenlernst, September, September, Oktober, ehrlich und authentisch sein. Neumond, also das ist dann Mitte September. Ein Neubeginn steht an. Also in den kommenden 2, 3 Wochen sich nicht in Details verlieren. Stierkind, ganz wichtige Ansage wegen Merkur rückläufig. Okay, welcher aufgestiegene Meister ist da für euch, falls du damit gerne arbeiten willst im September? Neues Leben und Neubeginn. Es fühlt sich so frei, so offen an, diese Energie. Ja. Stierkinder, bitte September Spirit. Also die Geburt neuer Ideen. Ein bisschen zurücktreten, die werden kommen. Bleib nicht zu sehr im Verstand. Das ist das Einzige, glaube ich, was wichtig wäre jetzt für den September. Lass da ein bisschen diese Kontrolle los, aber ich denke, hier ist jemand gerade dabei, diesen Prozess zu gehen. Mega schön. Welcher wundervolle aufgestiegene Meister ist an der Seite für die Isis? Isis ist echt gerade sehr präsent mit ihrem Fokus. Ja. Es geht um magisches Manifestieren, ja. Deine Träume, Visionen und Ziele werden Wirklichkeit. Halte den Fokus. Und ich denke, der Fokus ist jetzt nicht alles kontrollieren zu wollen und ein bisschen über unser Tellerrand, speziell jetzt du hier, über deinen Tellerrand hinauszuwachsen, weil darum geht es in diesem zweiten Vollmond im August, der im September eine ganz, ganz starke Wirkung hat für uns alle. Ja, darauf darf man vielleicht jetzt ein bisschen achten. Also was will kommen? Ein Neubeginn, ein neues Leben. Langsam, Schritt für Schritt, aber immer sichtbarer und spürbarer. Ja, worauf darfst du ein wenig achten, deinen Fokus zu halten, dass man nicht alles kontrollieren muss? Und du merkst auch immer mehr, dass dir die Bestätigung von außen wirklich immer egaler ist, weil du einfach für dich das machst, was dir gut tut, auch in puncto Kommunikation. Stierkind, mega schöne kleine Gruppe. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß jetzt im September. Mit Isis an deiner Seite kann da echt wenig schief gehen. Wenn es dir gefallen hat, danke ich dir für dein Like. Und wenn du Lust hast, hören wir uns nächste Woche wieder bei diesem großen, wundervollen Supermond, Blue Moon im August in den Fischen. Also Ende August. Bis dahin, alles Gute. Tschüss, Ade.